Herzlich willkommen hier zum Auftakt unseres Impfpanels Beschleunigung Impftempo. Es ist so, dass wir eine wirklich sehr dramatische Situation haben. Wir erleben mit um die 50.000 Neuinfektionen am Tag wirklich ein Infektionsgeschehen in einer Dynamik, wie wir es bislang so noch nicht erlebt haben. Und dafür gibt es an sich drei Gründe. Das eine ist, dass nach wie vor über 18 Millionen Menschen nicht geimpft sind. Der zweite ist, dass die Immunität einfach nachlässt nach einer Impfung, einen gewissen Zeitabstand zum Vollschutz. Und der dritte ist auch, dass wir sehr viel sorgloser miteinander umgehen. Und für mich gibt es an sich nur zwei Lösungen, jetzt hier zügig die Bremse reinzuhauen. Das heißt, Impftempo wirklich deutlich steigern, sowohl was das Erreichen nochmal der bislang Ungeimpften angeht, der Zögerer und Zauderer im Gespräch, aber auch was den Fortschritt bei den Boosterimpfungen angeht, da sind wir viel, viel zu langsam. Wir müssen feststellen, dass wir einerseits mit hoher Dynamik einen Anstieg der Neuinfektionszahlen haben, gleichzeitig aber auch neue Untersuchungen zeigen, dass das Thema Boosterimpfung ganz besonders wichtig sein wird, weil in unterschiedlicher Wirksamkeit zwar einerseits der Schutz vor schwerer Erkrankung dauerhaft erhalten bleibt, andererseits aber die Weitergabe von Infektionen durch geimpfte Personen deutlich zunimmt und wir deswegen aufgerufen sind, wirklich eine Booster-Impfkampagne mit einer nationalen Impfallianz auf den Weg zu bringen, die dafür sorgt, dass wir die Infektionsdynamik brechen und verhindern, dass gerade bei hochaltrigen Patienten, bei vulnerablen Gruppen neuerliche hohe Todeszahlen einen viel zu hohen denkbaren Verlust in unserer Gesellschaft produzieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer heutigen Veranstaltung, dem Impfpanel. Warum veranstalten wir es? Weil wir der Meinung sind, dass Impfen der einzige Weg ist, um die Pandemie zu überwinden. Dazu gehören die Erstimpfungen, die Zweitimpfungen und, wie der Kollege Dahmen es schon gesagt hat, selbstverständlich auch die Boosterimpfungen. Wir haben genug Impfstoff, aber wir stellen fest, dass der Impffortschritt stagniert. Das wollen wir ändern. Und wir wollen ganz konkret heute erfahren, warum lassen sich bestimmte Gruppen nicht impfen, woran liegt es? Und danach wollen wir mit den Praktikern vor Ort besprechen, wie wir das ändern können. Also wie können wir junge Menschen besser erreichen, die Ängste haben, die möglicherweise auch falsch über Impfstoffe informiert sind? Da wollen wir mit ganz praktischen Beispielen hören, wie wir in nächster Zeit diese teilweise jungen Menschen auch besser erreichen werden. Das Ziel ist es, dass wir wirklich in den nächsten Tagen und Wochen auch erreichen, dass der Impffortschritt, der Impfturbo, wie wir es so gern sagen, gezündet wird. Denn das ist das, was wir gerade jetzt bei den hohen Infektionszahlen brauchen. Ärztinnen und Pflegerinnen machen in diesen Tagen einmal mehr einen unglaublichen Job zur Versorgung der Menschen draußen. Gleichzeitig ist aber auch richtig, wer für andere Menschen Verantwortung trägt, der hat in dieser wichtigen Phase dieser Pandemie, wo wir so hohe Infektionszahlen haben, nicht nur eine Entscheidung über seine eigene Gesundheit, sondern auch für die Verantwortung anderer zu treffen. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir eine einrichtungsbezogene Impfpflicht brauchen werden, um die Situation in den Griff zu bekommen. Bedeutet konkret, hier geht es nicht darum, einzelne Berufsgruppen an den Pranger zu stellen, sondern da, wo Menschen gefährdet sind, alle Berufsgruppen vom Reinigungspersonal über die Küche, über die Pflege, über Ärzte hinaus wirklich in den Fokus zu nehmen. Und wahrscheinlich werden wir dort eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht in den nächsten Wochen einführen müssen. Ich sage auch ganz offen, ich persönlich bin offen dafür, dass wir auch darüber sprechen, ob Apotheken boostern. Ja? Wir haben die Modellprojekte bei der Grippeimpfung in den Apotheken eingeführt und ich habe da bislang keine negative Rückmeldung gehört. Und deshalb muss man da aber das werden wir jetzt hier einfach besprechen und dann die Ergebnisse mit in die Fraktionen nehmen, um zu schauen, ob man da entsprechende Positionen erarbeiten kann. Aber ich ganz persönlich meine, wer die erste und zweite Impfung gut in ein Impfzentrum oder Praxis vertragen hat, den kann man auch in der Apotheke dann boostern. Wir sehen ja, und deswegen legen wir auch so viel Wert auf die Boosterimpfung, dass gerade ältere Menschen, die vulnerablen Gruppen, jetzt vermehrt auch wieder in die Kliniken kommen, die doppelt geimpft sind. Insofern müssen wir da den Turbo einlegen und müssen zusehen, dass die Menschen, die ja schon vor über einem halben Jahr ihre zweite Impfung bekommen haben, jetzt schnell die dritte Boosterimpfung bekommen. Das läuft in den Bundesländern ja schon unterschiedlich gut. Aber ich würde mir wünschen, dass da alle noch ein bisschen weiter wären, denn das
das sind die vulnerablen Gruppen, die wir besonders schützen müssen, denn wir können das letzte Jahr, da ist es nicht so gut gelaufen und das dürfen wir nicht nochmal geschehen lassen. Wir geben mit dem Infektionsschutzgesetz den Ländern einen breiten Instrumentarienkasten an die Hand. Ja, wir werden jetzt auch in Änderungsanträgen, die Anhörung dazu findet am Montag statt, aber wir sind schon in der Vorbereitung, den auch noch mal erweitern mit Testpflichten in Einrichtungen, mit 3G-Regelungen. Und wir sind nach wie vor im intensiven Austausch mit den Ländern, der sie uns sagen, was sie noch an weiteren Instrumenten brauchen, wenn das nicht ausreichen sollte. Von daher, wie gesagt, wir sind bemüht, den Ländern wirklich alles an die Hand zu geben, was sie auch brauchen, um die Infektionsdynamik zu brechen und um vor die vierte Welle zu kommen. Wir entscheiden mit einer Booster-Impfkampagne heute hier im Herbst über die Toten oder Geschützten im Januar, Februar, März, April. Und es gehört zu den schlechten Dingen des bisherigen Krisenmanagements im Bundesgesundheitsministerium, dass immer eindimensional entweder nur auf die Zukunft oder aufs Hier und Jetzt geschaut wurde und nicht in mehreren Schritten einerseits notwendige Schutzmaßnahmen und Dinge heute hier und jetzt geregelt wurden und Vorsorge für die nächsten Monate getroffen wurden. Das werden wir jetzt ändern durch eine Impfkampagne, die vorsorgt für die Mittelfrist. Und gleichzeitig werden wir auch das Regelmaßnahmen-Set an Schutzmaßnahmen im Kontext des Infektionsschutzgesetzes, aber wie bereits eben angesprochen, auch das Thema berufsgruppenspezifische Impfpflicht diskutieren und gegebenenfalls auch schnell und zügig jetzt umsetzen. Man kann jetzt groß nach einer Impfpflicht schreien. Und man muss aber auch bedenken, wie setze ich sie um. Und wie gesagt, ich bin Juristin, ich bin Verfassungsrechtlerin auch. Wir müssen immer den geringstmöglichen Eingriff wählen, der die Menschen auch schützt. Und das ist natürlich auch Testen, Testen, Testen. Deswegen sind jetzt ja auch, werden die Bürgertests wieder auf den Weg gebracht. Und deswegen testen wir eben auch am Arbeitsplatz. Das alles ist dieser Blumenstrauß an Maßnahmen, wo wir glauben, dass wir eben die vierte Welle brechen können. Dankeschön.